Ja, hallo und willkommen bei. Ja, ist ja gut da oben. Beruhig dich. Lass mich doch erstmal aussprechen. Ich erkläre doch gleich, was los ist. Meine Güte. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, sind wir nicht genau da, wo wir aufgehört haben. Wir sind woanders. Wir sind unter dem Drachen im Turm. Ich bin da eben schnell hingerannt, weil ich einen Tipp bekommen habe, dass hier eine gute Waffe versteckt ist. Ihr habt nichts verpasst, ihr habt nur verpasst, wie ich kurz gebrutzelt wurde und es ganz knapp hierhin geschafft habe. Deshalb habe ich auch nur noch ein erstes Flakon. Unser Freund oben tobt deswegen. Das war jetzt halt so eine Stelle, wo ich nicht aufgenommen habe, weil ich wusste, wie ich hoffe, ich es auf Anhieb schaffe. Aber irgendwie ist der Ton lauter als letztes Mal. Oder? Meine ich das nur, Leute? Oh, nein, so. Wo ist es? Musik? Nee, ist auf 5. Okay, kommt mir so laut vor. Ach, weißt du warum? Weil ich es lauter gemacht habe bei mir. Ha! So. So, jetzt passt's. So, ich weiß, was mich jetzt unten erwartet. Weil ein Kumpel von mir den Tipp gegeben hat, hier mal nachzugucken. Aber das werdet ihr auch gleich sehen. Wieso sehe ich den nicht? Ach, da ist die Truhe. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es schaffe. Ich glaube, ich heile mich jetzt schon mal. Erfahrene Dark Souls-Spieler werden dem Braten mit großer Wahrscheinlichkeit, habe ich einen Bug, dass ich die nicht sehe, mit großer Wahrscheinlichkeit schon riechen. Es steht sogar schon. Nett. Ja. Ist ja auch angekettet. Boah, gib Ruhe, der nervt. Und zwar ist das eine Mimik. Eine falsche Truhe. Die ist nicht ohne. Ich hoffe, ich krieg die gebacken. Wow. Ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich möchte die gerne auf Anhieb killen. Aber das ist so gut. Dachte ich schon. Oh, das ist nicht gut. Die darf einem nicht erwischen. Das ist immer ganz schlecht. Boah, erschreckt mich der Alte da oben, ey. So, hätten wir das schon mal. Und zwar hat die angeblich was ganz Schönes drin, ne? Ne, genau, das wollte ich. Die abtrünnige Streitaxt. Und zwar... Von wegen 100 plus 100. Aber die hat dunkel. Ja, die ist minimal. Die ist besser, weil die mehr dunkel. Ich probiere die mal. Hat die Schnauze da oben. Mal gucken. Wie die jetzt. Ach, probieren wir jetzt einfach mal. Aussehen tut sie gleich. Muss ich jetzt wieder an dem Arsch vorbei? Ich glaube, ich kann durch die Tür da, ne? Ach, ich Idiot. Ja. Hoch. Oh, gab die so viel? 1500, irgendwas um die 1500 Seelen? Oh, nicht schlecht. Jetzt müsste ich eigentlich hier raus können. Ja. Da ist doch der Ritter. Ach, verdammt. Hi. Ich mag dich nicht. Ne, da ist auch noch da. Kann ich den nicht schon vorher killen? Der kommt nämlich auch. Okay, das hätten wir schon mal. Etwas Glück komme ich jetzt an dem Ritter vorbei, ohne ihn töten zu müssen. Ja, klappt doch. Da ist noch einer in der Ecke. So, das hätten wir. Wie ging das jetzt nochmal? Muss ich jetzt hier... Ich musste runterspringen, ne? Ja, genau. Dann probieren wir mal unseren Freund auf dem Dach nochmal. Der mich so göttlich verarscht hat letztes Mal. Wo bist du denn? Yay! Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, die Axt.
Oh, jetzt kommt die Stelle. Ja, das war's, war der. Nein, der ist unten. Der Trick war ja, dass ich eigentlich von hinten angreifen wollte. Oder muss. Und ich dann über das scheiß Geländer gesprungen bin, um zu sehen. Oh, und jetzt kam erst einer die Leiter hoch, ne? Also doch schon. Nicht, dass ich wieder zwei am Arsch habe, das möchte ich nicht. Das möchte ich nach Möglichkeit eigentlich gerne vermeiden. Kommst du bitte? Muss ich jetzt echt hier rein, damit du kommst? So, den hätten wir. Jetzt kommt sein Kumpel hier. Ich habe noch einen Estus-Flak. Wieso habe ich jetzt einen Estus-Flak? Ich hatte doch vorhin nur noch einen. Hätte vielleicht noch zum Leuchtfeuer gehen können. Egal, jetzt sind wir hier, jetzt probieren wir es. Da liegen noch meine Seelen. Komisch, ich bin vom Dach eigentlich abgesprungen und nicht von da. Aua! Hat er mich schon erwischt. Und wenn so viele, wenn noch mehr so Gegner kommen, ne? Und der Typ ist immer wieder da, wenn man spielt. Ist er wieder da unten. Da springe ich jetzt nicht mehr runter. Der soll jetzt von alleine hochkommen. Jetzt könnte ich weg. Aber Axel erwischt mich durchs Dach. Boah, was hat... Ey, das gibt's doch nicht. Bin ich zu doof für den oder was? Krieg ich den echt nicht klein? Das gibt's nicht, ey. Ich dreh noch durch. Was? Nein, falsches Leuchtfeuer. Jetzt zum anderen. Bin ich wieder am Drachen vorbei. Krieg schon wieder die Krise an sowas, ey. Warum ist der so schwer? Nach vorne ist klar, ich sehe keine Chance. Aber wenn der da runterfällt, ey, wie soll ich denn da wieder so einfach hinter den kommen? Ja, drüber springen mache ich nicht mehr. Das hat letztes Mal ja wunderbar geklappt. Oh. Ja, hallo. Komm. Komm du bitte. Also wenn ich an dem schon nicht vorbeikomme, ne, dann Halleluja. An Halleluja fürs ganze Spiel, ey. Und solche Waberszeug. Und irgendwie das Gefühl kann öfters kommen, weil der Boss hat sich auch schon verwandelt. Nun komm. Möchte dich gerne. Möchte ich gerne töten. Dumme. Bleib stehen. Ja, dich hätte ich. Gehen wir mal weiter. Oh, jetzt muss der Schwammer ja da die Treppe, die Leiter hoch. Ist ja auch ein ganz schlauer. So, den hätten wir. Mein Kumpel. Komm, ich hab keine Zeit. Mach vorwärts. Wollen wir hier noch sehen? Vorbei, vorbei. Wobei ich jedes Mal an dem Arsch vorbei muss, ne? Ja, dann super, ey. Wo sind meine Seelen? Dahinter, ne? Neben ihm. Da habe ich nicht irgendwas.
Das gibt's nicht, ey. Dass der auch wirklich überlebt, dann. Dass der sich auch so schnell dreht. Oh, jetzt dreht er sich schon wieder, ey. Lass dich nicht überdrehen. Kann das dem einer erklären? Das gibt's nicht! Ich dreh doch durch, ey! Boah! Kann's doch nicht sein, ey. So ein Arschloch. Gibt's doch nicht, dass man dem nicht vorbeikommt. Lass ich den einfach links liegen, ey. Renn gleich vorbei. Kann doch nicht sein, ey. Nach vorne hin, einfach wo bam, 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 bam. Kommt's gar nicht an den vorbei. Nicht. Hast du sowas? Kriegt man schon wieder Aggression hier. Du bist mir auch auf den Sack, ey. Mann. Kann doch nicht sein, dass man den nicht tot kriegt. Wie soll ich den nicht tot kriegen? Vor allem ist er eigentlich tot. Ich habe ihn ja gekillt, bevor er da sich verwandelt. Was war der Scheiß? Soll bitte tot bleiben, ey. Machst du die Mühe und rennst hin und es gilt nicht so. LOL, fertig. Aber man muss sich trotzdem anlecken. Komm, ich hatte den Arsch vorbei. Er ist auch wieder so unverhältnismäßig. Typisch Dark Souls, ey. So, die ganzen Gegner auf einmal sind pipi. Dann kommt so ein blödes Arschloch. Ah. Obwohl. War nicht so schlecht. Fluch, Gift, Blutung. Ich werde noch mehr, noch toter, als ich eh schon bin. Arschloch. Und das geht bei dem auch nicht kritisch. Oh, kriegst die Krise. Der Scheiß. Ohne Flachs, ey, warum kriege ich den nicht tot? Gleich einfach an dem vorbei, ich hab langsam keine Lust mehr. Ich geh jetzt, tschüss. Hab mich in Ruhe. Wo ist er? Na da oben vergammeln! Mir ist scheißegal, kein Bock mehr. Wo kommt wahrscheinlich, ne? Mit den rumstampfen. Ja toll. Ich hab keinen Bock auf den. Ernsthaft, ich habe keinen Bock auf den Ollen. Wirklich nicht. Guck dir den Scheiß an. Und wenn du näher kommst, dann so und tot bist du. Da, da rumgammeln. Kann mir jetzt auch einer sagen, was er will, ey. Kriegt das Spiel auch so durch. Ohne dass der da stirbt. Willst du jetzt von mir? Willst du auch noch Stress? Mir war heute eh schon schlechte Laune. Ey, du. Komm um die Ecke. Können wir da miteinander reden? Was war den dazu? Da kommt ja noch einer. Ah, da kriegt man auch nur Brandbomben. Die brauche ich nicht. Definitiv not.
hier lang. Ey, auch fit, der bleibt auch oben und kommt jetzt irgendwie nicht runter, ey. Da könnte ich ja kotzen. Wenn ich das Spiel dann in der Hinsicht auch noch veräppelt. Ja, ich lass den jetzt. Oh, oh, da ist ja nochmal so ein Arsch. Sieht der mich da? Da noch ein Picke, weißt du? Aua. Nein. Der meinte. Nicht rennen. Versuch hinter ihn zu kommen, aber. Mann, hör doch auf! Ich kann gleich. Krieg wieder die Krätze hier. Wieder so unfassbar schwere Gegner für den Anfang. Boah, und wieder dir das die Ausdauer abzieht. Das ist ja unglaublich. Jetzt komme ich nicht an ihm vorbei, weil da Stühle sind. Toll. Ja, da nimmt er sein Schild. Ich glaube, es hackt. Hau ab. Boah, ich krieg die Krise hier. Jetzt kommt es an dem nicht vorbei. Nee. Muss gar nicht hier meinen. Aua, lass doch den Schild einfach mal weg. Feigling. Oh, ich weiß, warum ich immer gern Hellebarde spiele. Kriegst du die Schweine eher. Ah! Muss ja auch immer so ein Riesenschild dabei haben, ne? Treffe ich schon wieder den Schild. Ah ne, jetzt habe ich ihn getroffen. Dachte ich, ich treffe den Schild. Kommt der andere. Dachte ich. Oh, auch ein Leuchtfeuer. Kriegst du denn die Krise hier? Also meistens am Anfang des Spiels hast du so richtig krasse Gegner, ey. Einfach so. Boah, der Typ oben, ey. Wahrscheinlich war er um die Ecke, die ich jetzt nicht gesehen habe. Ne? Ja, siehst du? Guck mal, wusste ich doch. Glück gehabt. Was ist das? Ach, guck mal. Da ist auch noch einer. So. Jäger-Amulett. Was ist denn den Jäger-Amulett? Blockiert. Ach so. Das ist das. Okay. Das ist das. Damit kann man übrigens Mimics sichtbar machen. So, das hätten wir. So. Und das, meine liebe Freunde, ist die perfekte Stelle für eine Pause. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!